Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme hier in Production Traders. Zu der 10. Aufgabe, meine ich. Für das nächste Video, die 11. Aufgabe, steht im Titel Aufgabe 11. Ich habe es aber als Aufgabe 10 angekündigt. Das liegt daran, dass ich diese Aufgabe außerdem übersprungen habe. Deswegen mache ich die jetzt. Die wird aber passend betitelt werden, nur im Video heißt sie leider anders. Die Stadt plant ein Hilfskonvoi für Krisenregionen rund um den Kosowitz. Liefere hier 6 Paletten von 2 Produkten an städtische Depot ID 100. Es gilt nur Lieferung von Waren, die du nicht selbst erforscht hast und mindestens Qualität 60 haben. Also Belohnung winkt dir erstmal den dreifachen lokalen Preis und eine Radiobewerbung. Radiowerbung. Los geht's. Hier steht dann, hier steht, welche Ware ihr schicken müsst. Sollte theoretisch stehen, was. Da steht zum Beispiel Wein und keine Ahnung. Dann geht ihr in den Großmarkt. Ich hoffe, das lädt jetzt. Das ist mich schon das 6. Mal, dass ich das probiere. Einmal habe ich aus Versehen die Aufnahme, die ich machen wollte, gestreamt. Aus Versehen. Bin auf Kettenknopf gekommen. Wein da. Oder so ein Telefonanruf. Oder irgendwas am Telefon meistens. Und es lädt wieder nicht, auch wie ich es hasse, ey. Das 6. Mal, dass ich das versuche, dass irgendwas funktioniert. Aha, das wollte ich. Wein. Zum Beispiel Pokalbest. Geht jetzt mal nicht. Es ist Qualität 100. Es muss mindestens Qualität über 60 haben. Es kann sein, dass dass in der Aufgabe nicht steht, was ihr schicken müsst. Dann schickt irgendwas dahin. Jetzt gehen wir einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal hier Tomaten. Haben wir da irgendwas? Tomaten. Qualität mindestens über 60. Hat das. Klickst du da drauf. Machst 6 Paletten. Machst das und schickst es zu irgendeinem Gebäude, wo Platz ist und wo du das erstmal lagern kannst. Wenn du das dann soweit gemacht hast, schickst du es dann zu deinem Gebäude. Suchst dann noch die zweite Produkt aus dem Großmarkt raus. Schickst die auch zu deiner Gebäude. Wenn das dann soweit ist, nimmst du dieses Produkt. Ich nehme jetzt mal ein Produkt, wo ich irgendwas von habe. Ein Inliner zum Beispiel. Nimmst du dann dieses Produkt, die du gerade auf dem Großmarkt gekauft hast. Wählst dann wieder aus. Das muss da jetzt hin. Wählst dann ein LKW aus. ID 100. Und den dreifachen Preis hier oben eingeben. Jetzt ist es so, da in der Aufgabe nicht stand, ob du den dreifachen lokalen Preis, also den dreifachen lokalen Preis schicken musst, also hier für den Preis dann mal 3, ob du den hier eintragen musst oder ob du den einfach nachher zugeschickt kriegen musst, ob du den dann einfach nachher gut geschrieben hast. Da es in der Aufgabe nicht steht, würde ich es einfach so hinschicken hier. Das wäre dann einfach der lokale Preis, weil da ich das jetzt produziere, geht das aktuell nicht. Oder geht so durch, kann das jetzt dahin schicken, wird als Spender angenommen, je, freut sich. Ich krieg nichts. Da in der Aufgabe nicht steht, dass du das eingeben musst, hier oben den lokalen Preis, den dreifachen lokalen Preis, würde ich sagen, tu es nicht. Gib den Preis nicht ein. Falls es aber so ist, dass du später merkst, da kam nichts, mach die Aufgabe einfach normal, gib das den dreifachen Preis an. Also da gebe ich kein Gewähr darauf, dass das funktioniert, ob du hier oben den dreifachen lokalen Preis eingeben musst. Falls das einer weiß, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich dazu nochmal ein neues Video. Das ist ja nicht allzu viel Arbeit. Wenn du das soweit geschickt hast, also das, was du auf dem Großmarkt gekauft hast, zu deinem Gebäude, zu irgendeiner deiner Firmengebäude hinschickst und von dort aus dann an die ID 100 schickst, diese beiden, diese 12 Paletten sind sehr eingegangen von 2 unterschiedlichen Produkten, kriegst du, hoffentlich lädt es jetzt, es lädt, kriegst du, ein bisschen hoch, den dreifachen lokalen Preis. Ich glaube, dass damit heißt das hier, Belohnung wegen diesmal der dreifache lokale Preis. Ich denke mal nicht, dass du den eingeben musst. Und eine Radiowerbung
was macht man mit der Radiowerbung? Radiowerbung, mit der Radiowerbung kannst du deine Gebäude, jedes Gebäude, so wie Kiosk, also alle Gebäude, wo was verkauft, kannst du einen eigenen Ruf geben. Ruf, ja, steht auch da. Kannst du einen eigenen Ruf geben. Wie machst du das? Du gehst dafür in deine Werbeagentur. Du gehst dafür in deine Werbeagentur. Jetzt lädt's nicht. Ich habe heute Nachmittag schon mal versucht, ich habe Videos hochladen und dabei neue aufnehmen. Im Internet ist richtig schwierig. Das macht mein Internet nicht mit. Ist auf jeden Fall dabei. Ja, gut, eine Sekunde, please. Das kriegen wir schon irgendwann hin. Irgendwie. Handy mal kurz stumm schalten, geht jetzt. Oh, das klappt ja wieder supi heute. Richtig hammermäßig. Elefantenmäßig stark. Schick. Da man ja meistens eh nicht weiter rausscrollt. Das ist auch noch relativ weit. Ach, jetzt lädt das nicht, ey. Jetzt los. Ja. Es läuft gar nicht mehr. Ein Plan B habe ich noch. Das dauert aber eine Sekunde. Nehmen wir das mal machen. Ist ja komisch. Das ist sogar sehr komisch. Da ihr ja aktuell nur einen schwarzen Bildschirm seht, kann ich ja mal kurz gucken, wo dran es liegt. Aha. Gut. Das heißt, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es wieder funktioniert. So, da sind wir auch schon wieder. Aber ihr seht wieder nichts. Was ist das für ein Programm, ey? So, ich habe jetzt mal geguckt, es sollte für ein paar Minuten wieder funktionieren. Ihr geht dafür einfach auf eure Werbeagentur. Es klappt wieder nicht, ey. Ich werde wahnsinnig, ey. Doch, es klappt. Radiowerbung könnt ihr in der Werbeagentur einsetzen für alle eure Kioske, Drogeriemärkte, Lebensmittelmärkte, für alle Geschäfte. Was macht das? Es steigert den Ruf. Es geht dadurch schneller wie genau bei der TV-Werbung. Das wollte ich euch jetzt noch sagen. Das hat mich jetzt 10 Minuten Arbeit gekostet. Gut, aber egal. Dafür heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Aufgabe.